Er strahlt und er lächelt und freut sich schon auf heute Abend. Die Rede ist von Huschi Amut, in Vorarlberg sicher einer der bekanntesten Gesichter im Vorarlberger Fußball. Huschi, herzlich willkommen in Amsterdam. Wie groß ist die Vorfreude auf heute Abend? Also die Vorfreude ist sehr groß natürlich. Ich gehe schon da kaum morgen. Also wir bleiben bis am Samstag. Also und wir hoffen natürlich heute am Abend auf. Also ich bin mit dem Punkt zufrieden, dann sind wir auch weiter. Aber wenn das die ASK mit 3 Punkten wäre, wäre es sensationell natürlich. Also die Stadt ist mega geil. Die Fans sind da. Also die Unterstützung wirklich von der TVs. Ich schwöre es euch, Jungs. Schützen die Mannschaft da und glauben Sie mir, die Punkte holen wir uns und dann passt alles. Und einfach mega, mega geil. Und glauben Sie mir, immer wieder, immer wieder. Immer wieder Öster! Was stellst du da? Geschäftsführer des Vorarlberger Fußballverbandes, heute nicht offiziell unterwegs, sondern in Amsterdam als Fußballfan. Wie ist das in Amsterdam? Ja, die Stadt ist traumhaft da. Ne? Also, Begeisterung pur. Und man merkt zwar nicht allzu viel von der EM da, aber ich glaube, das wird gegen oben noch besser werden. Als ehemaliger Fußballer heute Abend ohne Arnautovic, wie groß sind die Chancen von Österreich gegen die Niederlande? Ich glaube, die sind gleich groß wie vorher. Wir haben einen guten Kader und wenn er verletzt ist, ist er auch nicht dabei. Also ich glaube, dass man das kompensieren kann. Der Tipp für heute Abend ist? Ja, ich habe zu dir schon gesagt, 2-1 für uns. Der Siegestor wird da ganz am Schluss fallen und ja, dann sind wir live dabei. Und jetzt vielleicht noch ein emotionaler Gruß in die Heimat? Ja, ich wünsche allen Vorarlberger Fußballfans, die leider nicht da sein können, ein gutes Match heute Abend und ja, wir werden es genießen und schauen wir am Schluss, glaube ich, werden wir gewinnen. Danke, viel Spaß.